Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin jetzt der Zweite, der in dieser Debatte sprechen darf, der tatsächlich nach Bologna-Bedingungen studiert hat. Ich habe 2005 in Bielefeld angefangen, Politikwissenschaft zu studieren, war damals im zweiten Jahrgang unter Bologna-Bedingungen. Wir hatten in diesem zweiten Jahrgang die zweite Studien- und Prüfungsordnung. Als ich nach 6 Semestern abgeschlossen habe, hatten wir die dritte und die vierte war in Planung. Das ist das, was der Kollege Körner gerade richtigerweise bezeichnet hat als die Umstellungsschwierigkeiten, wenn man das eine System auf das andere System umstellt. Aber jetzt kann man nicht hingehen und es so machen, wie der vorliegende Antrag es tut, in einer völlig unreflektierenden Weise die Vergangenheit zu verklären. Gab es denn bei den alten Diplom-, Staatsexamen- und Magisterstudiengängen keine Probleme in der Studienqualität? Gab es keine Probleme beim Hochschulwechsel, bei der Auslandsmobilität? Gab es keine Studienabbrüche und konnten alle Absolventinnen und Absolventen sofort problemlos in den Beruf wechseln? Konnten alle Absolventinnen und Absolventen sofort einen Beruf ergreifen? Die alten Studiengänge hätten Jahrzehnte Zeit gehabt, sich zu entwickeln, und dennoch konnten zahlreiche Probleme nicht behoben werden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und an dieser Stelle, es ist beliebt, in bildungspolitischen Debatten Strukturfragen vor Inhalte zu stellen. Bologna ist doch sicherlich nicht die Wurzel allen Übels und sie ist nicht der einzige Faktor, diese Struktur, von der ein gutes Studium abhängt. Da geht es um Finanzierung, da geht es um Betreuungsrelationen, um Ausstattung, um Methoden und viele weitere Punkte mehr. Und Strukturfragen sind nur ein kleiner Baustein. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, die Zeiten haben sich verändert. Das muss man einfach mal auch ins Kalkül ziehen. Die Zeiten haben sich verändert. Die heutigen Studierendengeneration unterscheidet sich nicht nur quantitativ deutlich von der, die es noch vor 10 oder 20 Jahren gab. Der Arbeitsmarkt ist ein anderer. Die Anforderungen an mindestens europäische Mobilität sind andere. Die gesellschaftlichen Erwartungen sind andere. Und es gibt heute viele Studierende, für die es eben genau das richtige Angebot ist, nach 6 Semestern einen vollwertigen Abschluss zu haben. Und da kann man nicht einfach sagen, wir gehen jetzt ein paar Jahrzehnte zurück und dann wird schon wieder alles gut. Meine Damen und Herren, in ihrer Vergangenheitsfixierung verkennt die AfD, dass es bei der zitierten Wiedereinführung der Diplom-Ingenieurinnen und Diplom-Ingenieure als Bezeichnung in Mecklenburg-Vorpommern, da gab es aus keinem der Fachverbände Rückhalt für die Position, die hier in diesem Antrag referiert wird. Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände, Hochschulrektorenkonferenz, Stifterverband, die Fachhochschulen des Landes, die Vereinigung der Unternehmensverbände, alle waren sie dagegen, dass es diese Wiedereinführung der Bezeichnung Diplom-Ingenieurin, Diplom-Ingenieur gibt in Mecklenburg-Vorpommern. Da vertritt die AfD einfach keinen, der sich mit der Situation auskennt. Meine Damen und Herren, wir Grüne stehen für Europa, wir stehen für mehr Europa, für ein besseres Europa und deshalb stehen wir auch für den europäischen Hochschulraum. Wo es Korrekturbedarf bei der Umsetzung der Bologna-Reform gibt, muss auch nach so einer langen Zeit noch konsequent korrigiert werden, insbesondere da, wo die Studienqualität gelitten hat, weil Bologna zu rigide oder schlecht umgesetzt wurde. Alle Bachelor- und Masterstudiengänge müssen tatsächlich studierbar sein. Die Studienordnungen müssen von überflüssigem Ballast und zu früh engführender Spezialisierung befreit werden. Wir haben beispielsweise im Hochschulzukunftsgesetz die Möglichkeit geschaffen, dass man das erste Jahr nur Prüfungen macht, ohne Benotung, sondern nur nach Bestehen und Nichtbestehen. Das sind erste Schritte und richtige Schritte gewesen, um eben die Studierbarkeit auch herbeizuführen. Und alle Universitäten müssen prüfen, ob ein Studiengang zwingend in 6 Semestern studiert werden soll oder ob nicht 7 oder 8 Semester manchmal besser sind. Neben fachlichem Lernen muss auch Raum für Auslandsphasen sein, muss auch Raum für Persönlichkeitsentwicklung bleiben. Meine Damen und Herren, die Hochschulrektorenkonferenz und die Kultusministerkonferenz haben im letzten Jahr im Mai gemeinsam entschieden, dass die vollständige Umstellung der Studiengänge auf Bachelor und Master erfolgen soll. Darüber hinaus haben sie sich für weitere Verbesserungen in der Studienqualität ausgesprochen. Und in diesem Zusammenhang möchte ich die Landesregierung warnen,
Passen Sie auf, was Sie mit Ihrer ideologisch verblendeten Rückabwicklung des Hochschulgesetzes anstellen. Zahlreiche Änderungen durch das Hochschulzukunftsgesetz, auf eine habe ich gerade schon Bezug genommen, zielten genau darauf ab, das Studium studierbar zu machen und im Sinne des Bologna-Prozesses weiterzuentwickeln. Machen Sie das nicht kaputt. Vielen Dank.